Jetzt aber rein ins Video. Psst, das kommt jetzt ein bisschen überraschend, okay? Aber neben mir schlafen irgendwelche Kinder. Warum? Na, Alter, ich muss auch irgendwie mein Business runnen, oder? Das ist eine 1A Geldquelle. Wie soll ich denn sonst mein DAZN-Abo bezahlen? Ah, Punkt 17 Uhr. Zeit fürs Aufstehen, ihr Geschroppen. Leonie, stehst du auf? In deinem Alter war ich schon Dachdecker. Und du? Was zur Hölle geht da eigentlich ab? Die Leonie, die ist neu. So, was geht ab? Heute geht's um Mütter, die ihre frisch geborenen Kinder in ihren Erotik-Content einbinden. Schau, ich habe vor ein paar Tagen eine Instagram-DM bekommen, in der das steht. Hey, ich hoffe, du oder dein Team sieht diese Nachricht. Ich habe kürzlich ein Profil auf Instagram entdeckt und bin sehr schockiert. Frauen simulieren mit Puppen das Stillen. Frauen stillen ihre Kinder und sexualisieren ihre Kinder dabei. Ich habe versucht, den Account sperren zu lassen, leider ohne Erfolg. Da dachte ich, dass es vielleicht helfen könnte, wenn Leute mit Einfluss das Thema Kano, schönen Abend dir, mach's gut, danke, dass du da warst. Aufgreifen und darüber aufklären können. Dieselbige Person hat dann die Nachricht auch noch an andere urcoole Meinungsblogger weitergeleitet, wie zum Beispiel Alicia Joe. Mit der geilen Alicia heute, schön, dass du da bist. Ich habe die Story nicht gescreenshot, aber sie hat sowas geschrieben wie, yo, ich weiß nicht genau, wie ich halt damit umgehen soll oder was halt so die Lösung für das Problem ist. Weil du musst halt immer so abschätzen, okay, mehr Aufmerksamkeit ist halt auch mehr Leute so auf die Sachen aufmerksam machen, aber halt gleichzeitig so, du könntest das Ganze melden und so. Pass auf, ich habe mich dafür entschieden, ich mache das einfach so, ich zeige diese Seiten nicht, sondern ersetze einfach deren Namen mit Marvin.Wildhage. Das ist, glaube ich, eine Sache, da können wir alle super damit fahren. Aber was genau damit gemeint ist, war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Na, okay, Frauen simulieren mit Puppen das Stillen und sowas. Ich habe mir gedacht, komm, sind wir mal nicht so. Okay, ich schaue mir einfach mal die Seite an. Was wird das sein? Irgendeine dahergelaufene, geschießte Geschaste, dieser 200 Follower oder sowas. Bruder, 130.000 Follower. Marvin Wildhage. Bevor ihr jetzt irgendwie denkt, die Follower sind fake oder sowas wie meine Follower. Jeder Post hat so um die 10.000, 20.000 Likes auf seinem Dings, ne? Und auch genügend Kommentare. Also das scheint schon korrekt um Actor zu sein. Breastfeeding Mom. Blogger in provide breastfeeding ideas, educational purpose videos only. Bevor wir uns die educational Videos mal ein bisschen genauer anschauen, wollte ich mal ganz... Alleine diese Beschreibung finde ich schon weird. Also ich bin jetzt auch nicht in der Mom-Bubble drinnen, dass ich irgendwie weiß, was da so gang und gäbe ist. Aber alleine irgendwie zu schreiben, ey, ich bin eine Breastfeeding-Mom, ist schon irgendwie eine komische Info. Ganz kurz den Impact von der Seite zeigen. Wir haben hier unter anderem zwei Highlights auf dem Profil. Einmal 10.000 Follower, das war vor ungefähr 5 Wochen. Und dann haben wir nochmal 50.000 Follower vor einer Woche. Wir gehen steiler als der fucking Bitcoin-Kurs aktuell. Aber ich meine, im ersten Moment denkst du dir vielleicht, okay, das könnte halt einfach nur, das sind halt wirklich einfach nur Mütter, die ihre Kinder stillen. Und wahrscheinlich erreicht das halt einfach die falsche Audience. Mein erster Gedanke war erstmal so, okay, ist das überhaupt erlaubt so? I don't know, keine Ahnung. Aber Instagram hat tatsächlich 2021 eine neue Richtlinie eingeführt, in der steht. Wir wissen, dass Personen Bilder... Glaube, die wollen nicht bannen aus Angst. Das heißt, ihr seid gegen Bildung oder Frauen oder was auch immer, wie die Poolstreams. Ja, das kann sein. Das kann sein. ...von Nacktheit manchmal als künstlerische oder kreative Darstellungsform teilen möchten. Aus verschiedenen Gründen ist die Darstellung von Nacktheit auf Instagram jedoch nicht zulässig. Dazu gehören auch bestimmte Fotos weiblicher Brustwarzen, doch Fotos im Kontext des Stillens sind zulässig. Okay, nur warum ist nackte oder halbnackte Kinder ein Hyperlink? Wohin werde ich da weitergeleitet? Naja, okay, Mütter, die ihre extrem jungen Menschen stillen, ist genauso wie auf YouTube auch erlaubt, wenn sie eben den richtigen Kontext trifft. Deswegen auch Educational Purpose Videos Only. Es ist auf YouTube deshalb erlaubt, weil viele Frauen auch gar nicht wissen, what the fuck mache ich mit dem Ding, weißt du, was ich meine? So, das ist halt so ein bisschen so, yo, Aufklärung, was für verschiedene Taktiken und sowas musst du da halt installieren. Also, da gibt es wirklich unterschiedliche Sachen, die man beachtet. Was ja auch an sich cool ist, also es ist ja auch in der Öffentlichkeit erlaubt, ja, also es wäre ja krass, wenn es nicht erlaubt wäre, aber es ist halt weird, wenn Leute das so in Sexuelle ziehen. Es ist halt cool, dass es diese Aufklärung gibt, ich weiß jetzt nicht, was sie da macht auf dem Account, vielleicht zeigt er das noch, aber dass es die Aufklärung gibt, ist ja cool, gerade für Leute, die so zum ersten Mal vielleicht Mutter werden, überfordert sind, nicht wissen, was sie machen sollen, einfach mal schnell googeln wollen und da dann ein Video finden. Aber es ist schon weird, dass es Leute gibt, die das sehen und sich denken, boah, geil, Titten. Beachten muss, das wusste ich gar nicht. Ich habe schon oft Bilder auf Social Media gesehen, wo Mütter ihre Kinder stillen, aber wo es meiner Meinung nach sehr harmlos aussah, weil du sehen konntest, die Mütter waren wirklich eher fokussiert auf das Kind. Wie packt das Kind mit dem Mund die Brust? Da gibt es ja auch Techniken, die man beachten muss, falls es jemand nicht wusste, weil sonst wird es wirklich sehr schmerzhaft. Das Einzige, was ich kritisch finde, ist, dass man das mit echten Kindern macht, weil das ist halt auch schon so ein bisschen, klar, es ist
nur ein Baby. Aber trotzdem ist es halt ein Mensch. Ich weiß nicht, ob das so. Ich weiß nicht, ob ich wollen würde, dass es von mir ein Video im Internet gibt, wie ich als Baby an der Brustwarze meiner Mama nucke. Dass man sich hinsetzt und das so ein bisschen erklärt und vielleicht mit einer Puppe zeigt oder mit einer Animation oder mit Erfahrungen und darüber spricht und so, all good. Aber dass man halt dann wirklich ein Kind zeigt, das an einer Brustwarze nuckelt im Internet, I don't know. Es gibt eine bestimmte Technik, wo das Kind richtig gut andocken muss. Und das bedeutet nicht nur die Brustwarze, sondern auch den Brustwarzenvorhof mit anpacken muss, um gut stillen zu können, damit das Kind auch ausreichend Milch bekommt. Okay, das ist ja alles schön und gut, aber ich denke, wenn man sich so ein bisschen mehr da reinfuchst, wenn man sich das ein oder andere Reel mehr ansieht, dann merkt man recht schnell, okay, das geht in eine etwas andere Richtung. Weil komischerweise gibt es auf dem Profil eine Menge Babys, die irgendwie ganz schön lustig auch schon, so als wären sie irgendwie nicht echt. Und das vermutlich auch, weil sie es auch einfach gar nicht sind. Okay, original, diese Instagram-Seiten sind eine Mischung aus ein paar Müttern, die halt tatsächlich einfach nur ihre Kinder stehen und das könnte halt so als Educational-Videos durchgehen. Und dann sind es irgendwelche Onlyfans-Creatorinnen, die sich eine Fake-Puppe, eine Original-Puppe, ein Fake-Kind, weißt du, ein sogenanntes Reborn-Baby kaufen und dann. Boah, ich sehe das so oft auf TikTok, so Streams, wo Leute, also nicht wo Leute so Puppen stillen, aber wo Leute diese Puppen zeigen, die halt aussehen wie echte Babys und so, ja, ich hab, und dann wiegen die das und sagen so, hier, schau mal, meine Puppe und so und spielen einfach mit dieser Puppe gefühlt, ganz komisch. Dann so tun, als würden sie das stillen, einfach nur um ihre Links zu promoten. Was willst du? Eine Pause, Leonie, geh zurück auf deinen Arbeitsplatz. Vater. Dieses Dreckskind, oder? Die sogenannten Reborn-Babys. Genau, die sehen so echt aus. Die sehen so echt aus. So weird, wenn die dann das Gesicht so zerquetschen und so. Das sind sehr, sehr realistische Puppen, die meistens auch handgefertigt sind. Deswegen sind die auch fucking expensive und sowas. Und viele Leute holen sich die zum Beispiel auch als Sammler-Purpose. Was urweird ist. Hallo, ich bin der Michael und ich sammle Kinder. Na, macht's, was ihr wollt. Na, aber der ursprüngliche Sinn dahinter ist, dass sie auch handgefertigt sind. Deswegen sind die auch fucking expensive und sowas. Und viele Leute holen sich die zum Beispiel auch als Sammler-Purpose. Was? Imagine, du hast so eine Puppe zu Hause. Ich würde ausziehen, wenn dieses Ding bei mir zu Hause wäre. Ich hätte so Angst, dass es plötzlich zum Leben erwacht und irgendwie anfängt zu schreien oder so. Boah, da, also wirklich richtig, richtig, richtig komisch. Und solche TikTok-Streams sehe ich dann immer von so Leuten, die so, diese Reborn-Babys, die halt so übel echt aussehen, haben. So, das ist nur eine Puppe. Das sagst du jetzt. Das hat man auch gesagt bei Annabelle. Und was passiert? Sie ist zum Leben erwacht. Sie hat eine ganze Familie und Generationen verflucht und gejagt. Und Chucky war auch ursprünglich nur eine Puppe. Urweirdes. Hallo, ich bin der Michael und ich sammle Kinder. Na, macht's, was ihr wollt. Na, aber der ursprüngliche Sinn dahinter ist, glaube ich, dass Frauen, die keine Kinder bekommen können oder die vielleicht irgendein Trauma mit einem Kind miterlebt haben oder sowas, sich so eine Puppe kaufen und das dann quasi, da quasi dann eine emotionale Bindung dazu aufbauen. Da kannst du halt dann wirklich sehr, sehr viel verarbeiten mit diesem Fake-Kind quasi, weil im Endeffekt Kinder machen ja auch sonst in Real Life nicht wirklich was, die liegen auch einfach nur rum. Aber das Ding bei diesen Videos ist, dass die ganzen eigentlichen Breastfeeding-Moms so einen Unterschied machen zu denen, die auf OnlyFans kommen. Also du kannst es direkt erkennen. Schau, pass auf. Weißt du was, ich spiele dir zwei Videos ab und du sagst mir, welches ist. Es gibt viel zu besprechen, meine Freunde. Und was zur Hölle? Was zur Hölle? Das ist schwierig, oder? Schwierig. Wer ist die Mutter, die Still-Content macht? Und wer will sein OnlyFans promoten? Schwierig. Viel zu besprechen, meine Freunde. Und viele Fragen. Ich schwöre, es ist unzensiert noch so viel besser, weil erstens, sie drückt ihr Kind richtig so gegen ihre Brust, sodass sie überhaupt keine Luft mehr kriegt. Das heißt, im Real Life wäre das Kind jetzt tot. Und dann schaut er den Moment nochmal an. Achtung,
zack, das Kind kriegt voll den Pullover in die Goschen. Es ist so super. Es ist halt so blöd und es fällt jedem direkt auf, auch den Leuten in den Kommentaren. Ich meine, manche davon schreiben einfach nur irgendwelche so Heart-Emojis oder schicken Rosen. Bruder, ich werde es nie verstehen. Ja, ist wurscht, aber das sind halt die Videos, die am meisten Likes bekommen. 17.000 Likes, um ein bisschen spezifischer zu sein. Das ist in dem Fall mehr als die meisten Kaiser-Videos an Likes bekommen. Und das ist für mich eine Frechheit. Generell gibt es da sau viele Videos, die bei ungefähr 10.000, 20.000 Likes oder sowas liegen, weil das ganz einfach ein Loophole ist, was komplett random in Instagram drin ist. Und wenn dann irgendwer auf Instagram auf einmal Brüste sieht, dann ist es wow. Stillen ist in Ordnung. Das Stillen dafür auszunutzen, dich zu sexualisieren, ist es nicht. Findet es niemand anders komisch, Fake-Kinder zu verwenden, um seine OF-Seite zu bewerben? Gugu Gaga. Wo ist der Anzeiger, ob Meister, wenn man braucht, oder? Du merkst aber auch wirklich anhand von den Kommentaren, so welches Video einfach nur random gepostet wurde auf dem Account und welches Video auch wirklich durch den Algorithmus an andere Leute extern ausgetragen wurde. Weil die Leute, die eigentlich nicht danach suchen, das sind ja die Leute, die es checken. Das sind die Leute, die kommentieren so, what the fuck, geht ab. Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert. Du scrollst so durch Instagram-Meme-Pages und auf einmal siehst dann das hier. Oh Gott, suchst du wieder nach geilen Fußbildern mit weißem Nagellack? Ja, ist das das, was du brauchst? Ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, dass marvin.wildhage nicht die einzige Seite auf Instagram ist, die halt solche Videos postet. Es gibt sehr, sehr viele Seiten, die alle unter dem Deckmantel von Aufklärung Videos posten, wo irgendwelche ORF-Seiten verlinkt werden und dann auch direkt in der Beschreibung nach Anfragen für Kooperationen gefragt wird. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass die große Mehrheit von Leuten, die das sehen würde, sich denken würde, okay, das ist wirklich ein bisschen sehr weird, ein bisschen sehr unangebracht und ein bisschen sehr unethisch. Aber es geht tatsächlich natürlich noch schlimmer, denn es gibt diesen Trend auch mit echten Kindern. Ja, ganz genau. Die perfekte Mischung aus tatsächlichem Stillen und natürlich auch dem Profitieren davon, dass du auf einer Seite repostet wirst, bei der 99% der Zuschauer wahrscheinlich nicht gerade Education basiert sind. Ich sage es einfach plain, wie es ist. Das sind dann irgendwelche frisch gebackene Mütter, die ihre Kinder filmen als Promotion für ihre OnlyFans-Seite, während sich irgendwelche Leute... Und es ist dir denn Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich. Also wirklich, das verstehe ich überhaupt nicht. Wie kann es dir so am Arsch vorbeigehen? Generell, also das ist jetzt ja nochmal Next Level abgefuckt, aber ich finde ja generell diesen ganzen Mami-Content, Kinder-Content auf im Internet unangebracht. Also sobald es darum geht, dass Kinder vor die Kamera gezogen werden und da so promoted werden, weil es halt immer irgendwelche kranken Leute da draußen gibt, die sich merken, wie dein Kind aussieht und keine Ahnung, Fantasien haben. Und ich kann echt nicht nachvollziehen, wie Eltern so sagen, so, ja, egal, ich bekomme Geld, also passt schon, ignorieren wir einfach weg. Scheißegal, Leute. Du scrollst durch deren Reels durch und es ist ein Erotik-Post nach dem nächsten und dann beim dritten, vierten, fünften, während die Leute gerade sind oder sowas, holen sie ihre Kinder vor die Kamera und schauen, schau her, schau dir das Kind an. So dreckig, Alter. Und das Einzige, was du dann wirklich machen kannst, ist entweder die Page melden bei Instagram oder natürlich auch die Leute melden, weil ich meine, entweder das kommt dann das zuständige Jugendamt. Das war eine super Einblendung. Sind oder sowas, holen sie ihre Kinder vor die Kamera und schauen, schau her, schau dir das Kind an. So. Es ist ein guter Beitrag, den er da zeigt. Einfach so komplett alles verpixelt. Dreckig, Alter. Und das Einzige, was du dann wirklich machen kannst, ist entweder die Page melden bei Instagram oder natürlich auch die Leute melden, weil ich meine, entweder das kommt dann ans zuständige Jugendamt oder halt je nachdem, wo die Person halt wohnt, ans zuständige Teenager-Amt. Weil ganz ehrlich, glaubst du, kannst dich vor Gericht damit rausreden, dass du Aufklärung betreibst, wenn du so ein Video postest? Was passiert in dem Video? Trinkt das Kind gerade von der Mutter, während sie einen Handstand macht? Das erinnert mich alles so ein bisschen an das Drama mit dem Wendlers damals, als die Wendlerin schwanger wurde und dann direkt das für Content ausgenutzt wurde. Liebe im Bauch, unser großes Glück ist unterwegs. Herz, Herz, Herz. Die ersten exklusiven Bilder von meinem Babybauch gibt's bei die Wendlers. Welcome to the Wendlers! Ja, okay, das ist jetzt nochmal wesentlich, wesentlich anders. Meiner Meinung nach auch wesentlich besser und angenehmer. Ich will das gar nicht mal. Das Kind ist doch viel zu alt für sowas. Es gibt Eltern, die. Die stillen ihre Kinder länger. Aber es ist, glaube ich, nicht schlimm. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, aber man kann das Kind auch länger stillen. So sagen, aber halt im Vergleich dazu, so imagine, pass auf, imagine, du wirst gezeugt
und einfach seit diesem Zeitpunkt bis inklusive der Zeit, wo du halt gestillt wirst, bist du in der Erotikbranche aktiv. Ich glaube, das Problem, das wir haben, ist, dass es einen Markt gibt, der krank, einfach so oversaturated ist mit irgendwelchen Leuten, die glauben, dass sie heller Cash machen können, wenn sie sich einfach nur ausziehen. Und Flying Uwe. Mit weißem Nagellack. Viele kommen dann aber drauf, dass es gar nicht mal ist. Ist komisch, wenn man das so lange macht, aus meiner Sicht. Ja, ich kann dazu nichts sagen. Also ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es Studien, dass das gut ist fürs Kind. Vielleicht gibt es Studien, dass es schlecht ist fürs Kind. Es ist wahrscheinlich befremdlich, weil man es so nicht kennt. Also in der Regel wird ja relativ früh, glaube ich, abgeschillt, nach 1-2 Jahren oder so. Es gibt Ausnahmen. Vielleicht finden wir das deshalb so ein bisschen komisch, weil es halt einfach befremdlich ist, aber kann auch sein, dass es vielleicht ja sogar gut ist fürs Kind oder so. Weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt dazu nicht sagen. Wenn man länger stillt, soll es sogar Vorteile haben. Ich glaube, was die Kieferentwicklung angeht, not sure, aber es sollte Vorteile geben. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass irgendwelche Vorteile, es wird bestimmt keine Nachteile bringen, aber ich weiß es nicht. So einfach ist und versuchen sich dann exklusiv zu machen, indem sie halt. Wie so ein creepy Horrorfilm, wo der 35-jährige Psychopath von seiner Mutter gestellt. Okay, das wäre ein bisschen. Einzigen Creator sind auf einer strange anderen Plattform, auf einer Plattform, wo das eigentlich gar nicht zugelassen ist. Der einzige Weg, wie du das aber erreichen kannst, ist, wenn du einfach so geschmacklos wie überhaupt möglich bist. Also ohne Spaß, das mit den Fake-Puppen ist im Vergleich dazu nochmal wesentlich, wesentlich besser, weil da sind wenigstens keine Kinder involviert. Ich glaube, als Faustregel könnte man ungefähr sagen, wenn du ohne deine Kinder nicht deinen Erotik-Content erstellen könntest, dann machst irgendwas falsch. Ansonsten schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Wir versuchen unter diesem Video die 1 Million Kommentare zu knacken. Meine Freunde, lasst mir auch gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Damit bis zum nächsten Mal. So, okay, Video haben wir schon geliked. Krankes Thema. Also wirklich sehr, sehr, sehr krank, was da abgeht. Ja, falls ihr solche Accounts seht, meldet die vielleicht einfach mal.